Hi Leute, heute in dem Video geht es darum, wie du Heißhungerattacken endgültig loswerden kannst. Wie du diese Gelüste auf Süßes, auf Salziges, das heißt die Chipstüte oder die Süßigkeiten im Regal, loswerden kannst. Und das eben wirklich langfristig, nachhaltig, ohne Rückfälle. Und dazu möchte ich dir heute in dem Video die drei Schlüssel an die Hand geben. Okay, dann lass uns mal direkt reinstarten. Und direkt mit dem ersten Schlüssel, der entscheidend dafür ist, dass du keine Heißhungerattacken mehr hast langfristig, beginnen. Und zwar als Nummer uno, naheliegend die Ernährung. Es ist entscheidend, was du isst und dass du grundsätzlich erstmal in der Ernährung das drinnen hast, was du brauchst. Dass du wirklich lebendige, frische Lebensmittel zu dir nimmst. Wie es in der Natur vorkommt, möglichst viel unverarbeitete Lebensmittel zum einen und viel Grün. So, wenn du viel Grün drin hast, viel nährstoffreiche Sachen, Wildkräuter sind eine super Möglichkeit, Brennnesseln wachsen überall, fast das ganze Jahr über. Im Winter kannst du sie dir auch trocknen als Pulver oder es gibt andere Pulver, die du dann auch im Winter verwenden kannst, wenn du da mal ein bisschen mehr Grün einbauen möchtest. Eben auch von regionalen, saisonalen Kräutern, die du dann trocknen kannst. Oder du nimmst zum Beispiel Spirulina, auch eine super Möglichkeit, wo viele Nährstoffe drin sind. Aber grundsätzlich erstmal, wenn die Ernährung stark aus dem Gleichgewicht ist, du dich zu einseitig in einer gewissen Hinsicht ernährst. So, dass du eben nur Fastfood isst, wo gar keine Nährstoffe drin sind oder anderes. So, wenn es zu einseitig ist, wenn du immer komplett da das Gleiche in die Richtung isst, und nicht naturbelassene, vollwertige Lebensmittel zu dir nimmst. Ja, mit einer guten Auswahl, in einer guten Qualität. Und wie gesagt, ich würde besonders aufs Grün drauf achten. Sei das jetzt, wie gesagt, Wildkräuter oder andere Superfoods, so, oder Hagebutten und so weiter, sind auch regionale Superfoods, die wirklich mit drinnen hast. So. Weil das kann erstmal ein Faktor sein, weil wenn diese Basis nicht stimmt, dass du nicht eine ausgewogene Ernährung hast einigermaßen, dann kommt es sowieso immer wieder zu Gelüste. Obwohl das aus meiner Sicht und auch aus der Erfahrung, ja, aus den letzten 18 Jahren, wo ich selber die Ernährung umgestellt habe, wo ich ja, zig Leute begleitet habe, über hunderte Menschen, und da habe ich einfach gemerkt, okay, Ernährung muss eben grob ausgeglichen sein, muss grob passen. Aber es gibt eben noch viel wichtigere Faktoren auch, weil der Körper kann schon viel ausgleichen. Gerade wenn alles gut in Gang ist, du dich bewegst, von deiner Einstellung her gut drauf bist, dann kann der Körper schon gut ausgleichen. Aber das Fundament muss da sein. Es muss einigermaßen vollwertige Ernährung, ja, mit möglichst auch Grün, Bitterstoffen und so weiter mit drin sein. So, dann wirst du schon mal merken, dass oft die Gelüste schon weniger werden, wenn du sowas mal einbaust. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, wie du das einbauen kannst. Gehe ich auch in anderen Videos drauf ein. Und ist auch das immer, was ich mit den Teilnehmern bei mir im Programm weitergebe. Aber da, genau, schau dir nochmal die anderen Videos an. Oder kommentiere unten drunter. Aber das ist erstmal so der erste Schlüssel, dass die Ernährung grundsätzlich passt. Nummer zwei, zweite Schlüssel, ist was, wo sehr häufig unterschätzt wird. Sind die Emotionen. Die Emotionen, ja, was ich so in den letzten Jahren mir begegnet ist, immer wieder bei den Teilnehmern, bei mir im Programm, ist, dass emotionales Essen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dass du jetzt gerade Liebeskummer hast und dir dann Tonnen Schokolade reinhaust, so ganz gängig einfach schon, es ist auf der Arbeit so ein bisschen stressiger und dann isst man doch mal mehr oder isst irgendeinen Schrott und hat immer wieder Gelüste und Heißhunger. So, allein wenn der Stresspegel schon höher ist, und das zähle ich jetzt mal bei diesen emotionalen Dingen mit rein, emotional, psychisch. So, wenn du innerlich unter einer Anspannung bist, egal aus welchen Gründen. So, deine Gedanken kreisen sich. Emotional haftest du an irgendwas an, du hast Liebeskummer, du hast den Job verloren, du hast einen neuen Lebensabschnitt oder sonst was, oder der Kollege auf der Arbeit nervt dich immer. So, und dann greift man doch mal mehr zu gewissen Sachen, oder jemand drückt einen irgendeinen dummen Spruch rein, sagt einem irgendwas zum Aussehen, was auch immer. Und plötzlich merkst du, okay, du greifst doch mal mehr wieder
zu Sachen, wo du eigentlich nicht greifen wolltest, zu Chipstüte, zu Süßigkeiten, zu irgendwelchem salzigen, süßen Naschereien, immer wieder auch zwischendrin. So. Dieses Emotionale, wie gesagt, da, ich würde sagen, ja, über 50%, ich würde schätzen 80% der Fälle ist das der ausschlaggebendste Punkt. So, wenn du emotional ausgeglichen bist, wenn du in einer inneren Entspannung bist, egal was du machst, und Kinder können das auch, die entspannende Bewegung. So, genau das Gegenteil wie auf dem Zahnarztstuhl, da solltest du hinkommen. So, auf dem Zahnarztstuhl, da hockst du eine Viertelstunde, du hast nichts gemacht und bist einfach durchgeschwitzt, weil so eine innere Anspannung da ist. Dabei sitzt du nur da und bewegst dich nicht. So, es hat nichts mit Bewegung zu tun, diese innere Anspannung. So, das ist wichtig. Kinder, wie gesagt, entspannen auch in der Bewegung. So. Und da solltest du wieder hinkommen. Und das kann man nochmal in zwei Punkte unterteilen bei den Emotionen. Möchte ich dir gleich noch mitgehen, geben. Aber das ist wichtiger Schlüssel. Wenn du innerlich entspannt bist, dass egal was passiert, selbst wenn um dich herum die Welt untergeht, ein Krieg ausbricht, so, es gibt eh sowieso ständig Kriege. Und weiß ich nicht, sonst was passiert, so du deinen Job verlierst, trotzdem, dass du dann ausgeglichen bist. Und selbst wenn Emotionen hochkommen, wenn du gewisse Übungen machst, und das wäre nämlich der erste Schlüssel, dass du emotional, psychisch ausgeglichener bist, wenn du gewisse Atemübungen machst, Körperübungen, Yoga, so. Wenn du diese Übung täglich einbaust, das müssen keine langen Übungen sein, dann wirst du merken, dass du da eben immer ausgeglichener bist. Und selbst wenn, wie gesagt, irgendwo eine Bombe einschlägt, wenn du deinen Job verlierst, wenn ja, Corona passiert oder sonst was für Sachen, so, du kannst trotzdem emotional ausgeglichen sein. Und selbst wenn du mal in einem emotionalen Zustand bist, du kannst ganz klar unterscheiden, was ist jetzt emotional, was nicht, und du wirst nicht mehr diesen Drang haben, wenn du gewisse Routinen, Atemübungen einbaust, dann wirst du nicht mehr den Drang haben. So. Da auch dann zu essen, wenn du in so einem emotionalen Modus bist. Du merkst dann einfach, hey, es ist jetzt emotional, aber du musst dann nicht wie sonst vielleicht irgendwie zwanghaft trotzdem was in dich reinstopfen, nee, sondern du kannst einfach dir die Emotionen dann anschauen, so. Du merkst immer mehr, hey, du bist nicht deine Emotionen, du hast Emotionen. Du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken. Du kannst die beobachten, du kannst sagen, oh, ist interessant, fühlt sich vielleicht eng in der Brust an. So, und das klingt jetzt vielleicht leicht gesagt, aber da kannst du immer mehr hinkommen. Dass dich das nicht mehr aus deinem Konzept bringt. So, das heißt nicht, dass du, wie gesagt, völlig emotionslos bist, sondern du kannst auch Emotionen haben, aber du bestimmst sie selber und da kommst du hin. Wenn du gewisse Atemübungen, wie gesagt, ich würde irgendeine Übung einbauen, schau, was dich anspricht. Der eine mag Qigong, der andere Yoga, der andere macht irgendeine autogenes Training, Atemübungen und so weiter, Wim Hof, was auch immer. Schau, dass du eine Übung hast, wo du die Atmung mitnimmst, wo nachweislich ja, funktioniert. Studien zu gibt oder wo traditionell seit Jahrtausenden, wie im Yoga zum Beispiel, angewendet wird. So, ich habe die letzten Jahre gewisse Isha-Yoga-Übungen gemacht. Kannst du auch kostenlos auf YouTube anschauen. Und ja, durch diese Übungen, du kommst einfach in diesen entspannteren Zustand, egal was passiert. So, das ist dieser eine Punkt bei der emotionalen Stabilität von diesem zweiten Schlüssel. Diese Übungen einzubauen täglich. Und die gebe ich auch dann den Teilnehmern bei mir im Programm immer wieder an die Hand, dass sie darin erinnert werden, dass du da dran bleibst. Es ist super wichtig, dass du die Routine, das muss kein Wunderwerk sein. Das kann 5, 10 Minuten, 15 Minuten am Tag sein. Du kannst es natürlich noch oben hin ausbauen, umso länger, umso besser. Aber es reicht schon, wenn du, selbst wenn du es 10 Minuten, Viertelstunde am Tag machst, wirst du merken, es wird so einen Riesenunterschied machen und du kannst dadurch langfristig dann wirklich Heißhunger loswerden. Aber ein zweiter Punkt dabei ist noch, was die Emotionen anbelangt, dass du wirklich Selbstreflexion betreibst, dass du guckst, okay, was stört mich? Warum muss ich mich schlecht fühlen, wenn mich jemand beleidigt? So. Vielleicht hat er recht, vielleicht hat er nicht recht, egal. Selbst wenn er recht hat und er sagt, dass ich ein fauler Hund bin, ja, was ist so schlimm daran? Vielleicht bin ich auch ein fauler Hund manchmal. Kann sein.
Warum muss ich mich deswegen schlecht fühlen, weil ein anderer irgendwas über mich denkt? Also für mich ist es sowieso, ich mache Online-Videos, so Leute denken alles Mögliche über einen. So, brauche ich gar nicht mit anfangen, so in den Kommentaren, so jeder hat einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Du wirst es nie jedem recht machen können. Was jemand anderes über dich denkt, ist seine Sache. So, du wirst es nie zu 100% jemandem recht machen. Und du musst dich nicht schlecht fühlen, weil jemand irgendwas Komisches über dich denkt. So. Wie gesagt, vielleicht hat er recht, vielleicht nicht. Völlig egal. Da kannst du hinkommen, wenn du selbst reflektierst und das mal annimmst auch. Um zu sehen, hey, das ist auch nichts Schlimmes dran. So, manchmal verhält man sich dumm. Dann denkt jemand, wenn er einen halt in einem ungünstigen Moment kennenlernt, bist du vielleicht ein bisschen dumm. Aber ist halt dann so. Wo ist das Problem? Das ist dann oft auch so eine Anhaftung und falscher Stolz und so ein. Das Ego, wo da mit dranhängt, und jetzt denkt er, oh, ich bin sonst wer, irgendein Fremder auf der Straße, was die über dich denken. Da hasse ich auch schon viel zu viele Gedanken drüber. Völlig egal. So, wenn du das selbst reflektierst, hingehst, wenn die Sachen stören, so, das ist nämlich das, was auch langfristig einen Unterschied ist, macht. So, das zum Beispiel auch, wenn ich jemanden begleite, dann schauen wir da immer, wenn jetzt so Situationen auftauchen, wenn dann wieder mehr Heißhunger da ist, obwohl man diese Routine dann macht. Ja, schon am Anfang da immer mitgebe. Wenn dann trotzdem Heißhunger auftaucht, okay, in welchen Situationen, was ist so schlimm daran, was hat, ist passiert, was hat jemand zu dir gesagt, was ja, hat sich ereignet, dass man da dann wirklich hinschaut, selber reflektiert. So, also das zweite Schlüssel, diese emotionale Ausgeglichenheit, diese Stabilität, diese innere Ruhe, dass du wie ein Fels in der Brandung, ja, egal was da draußen für ein Sturm ist. Du bist bei dir und musst dann auch nicht zu irgendwelchen Naschereien, Chips oder sonst was greifen. So. Dritter Schlüssel, letzter Schlüssel heute in dem Video. Auch ein wichtiger Punkt ist der Darm. So, der Darm lagert sehr viel ein und ist bei den meisten nicht in einem guten Zustand. Wenn du zu spät isst, dann wird das Essen nicht richtig verdaut. Du hast am nächsten Morgen dann oft auch wieder mehr Gelüste drauf. Der Darm ist auch sehr stark mit Emotionen verknüpft. Wenn der Darm nicht in einem guten Zustand ist, dann ist es auch schwierig. Dann tauchen immer wieder Heißhungerattacken auf. Deswegen kann ich dir raten, so eine Darmreinigung zu machen auf verschiedene Wege. Du kannst zum Beispiel Flohsamenschalen, Bentonit, Zeolit dazu benutzen, dass das im Darm das mitnimmt, bindet, dass der Darm sich wieder richten kann. Essenspausen wirklich mal einhalten, dass du zwei, drei klare Mahlzeiten am Tag isst. Aber wir sind keine Kuh. So, unser Körper ist nicht dafür gemacht, dass wir den ganzen Tag grasen. So, zwei, drei klare Mahlzeiten zwischendrin, wenn der Magen leer ist, wenn der Darm ja, die grundsätzliche Verdauung abgeschlossen hat, so dann kann er auch mal wieder heilen, reinigen, entgiften. So, das ist ein wichtiger Punkt, dass du da schaust eben. Den Darm in einen guten Zustand zu bringen, nicht zu spät essen, abends 2, 3 Stunden mindestens noch Puffer haben, je nachdem, was du isst. Wenn du eine deftige Mahlzeit abends noch isst und relativ viel isst, dann hab da Minimum 2, 3 Stunden, mach vielleicht noch einen Spaziergang danach und dann leg dich erst ins Bett. Ansonsten ist es wieder unverdaut, das kann auch wieder zu Gelüsten führen. Und ja, da würde ich als drittes auf jeden Fall noch drauf achten. Und wenn du da auch noch Unterstützung suchst, gerade auch was den emotionalen Part anbelangt und Heißhunger wirklich endgültig für dich loswerden möchtest, kannst du dich unten drunter auch gerne für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da können wir dann schauen, okay, wo stehst du, was sind bei dir die Themen, hast du schon gewisse Routinen vielleicht eingebaut, hast du schon mal Atemübungen ausprobiert, so was hast du in deiner Ernährung drinnen, ist die vielleicht noch unausgeglichen, kannst da noch hapern am Heißhunger und dann schauen wir da eben. Schritt für Schritt und wie du dann eben auch den Darm reinigen kannst. Aber das sind wirklich so diese drei Schlüssel. So, wenn du die wirklich beachtest, dann wirst du merken, okay, es wird mit den Jahren, mit den Monaten, mit den Tagen, so wenn du jetzt beginnst, immer weniger werden, die Gelüste werden nicht mehr so krass sein. Und langfristig, wie gesagt, kannst du auch dahin kommen, dass du gar keine Gelüste mehr hast, auch wenn du gerade deinen Job verloren hast oder Liebeskummer hast oder sonst was. Egal was passiert, du bist bei dir, bist ausgeglichen in deiner Mitte, hast mehr Lebensfreude, mehr Energie. Und ja, das wünsche ich dir, wünsche ich jedem. Und wie gesagt, wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann schreib mir gerne, trag dich gerne für ein Gespräch ein.
Freue mich, mit dir da zu sprechen und zu schauen, wo du stehst. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.